Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Durch das, dass bei mir am Betrieb ja keine Kartoffeln mehr im Anbau sind, ist das die Zeit, wo es ein bisschen ruhiger ist am Hof. Es ist angestanden die Ernte vom Sortenversuch vom Silomais. Hier zeige ich euch ein paar Eindrücke davon. Das Spannende war natürlich heuer, wie kommen die unterschiedlichen Sorten mit der Trockenheit zurecht. Ich war eigentlich da positiv überrascht. Bei mir ist der Mais zumindest optisch in einem guten Zustand gewesen und auch die Kolben waren alle gefüllt. Und dementsprechend lasse ich mir jetzt überraschen, was da im Ergebnis dann in der Auswertung steht. Und wenn einer Interesse hat, kann er sich gerne an mich wenden, dann lasse ich ihm das Ergebnis der einzelnen Sorten zukommen. In erster Linie kann man auf dem Bildschirm erkennen die unterschiedlichen Höhen des Maises und die Abreifung, wobei die in erster Linie an der unterschiedlichen Reifezahl liegt. Hierzu habe ich auch schon mal in einem Video, ich glaube das war das, was ich mit dem Klaus gemeinsam gemacht habe, beim Maishäckseln erläutert, was das bedeutet. Aber die endgültige Auswertung wird dann zeigen, ob das überhaupt einen Einfluss auf den Ertrag des Maises gehabt hat. Ja, was ist in der Zeit noch so zu tun bei mir im Betrieb? In erster Linie die Vorbereitung für die kommende Aussaat vom Winterweizen. Im Lohn habe ich schon ein bisschen Gerste gesät und jetzt ging es darum, dass ich den Weizen vorbereite für die Aussaat, also sprich Beizen und Reinigen. Bezüglich am Beizen habe ich ja letztes Jahr schon ein Video gezeigt, wo ich mit dem Fonse gemeinsam ein Beizgerät gebaut habe. Könnt ihr euch gerne anschauen, das funktioniert zuverlässig, hat auch heuer wieder sehr gut funktioniert. Und jetzt habe ich mich noch an das Thema Reinigen gemacht. Bisher habe ich den Weizen im Lagerhaus reinigen lassen, aber da ist natürlich das Problem, Sortenreinheit ein Problem, weil durch so eine Maschine laufen ja sehr viele verschiedene Getreidearten und Sorten. Und dementsprechend war mir das immer ein bisschen ein Dorn im Auge. Und jetzt habe ich mir so eine Anlage gekauft, wobei eine sehr, sehr einfache, ein sogenannter Windsichter. Eine echte Getreidereinigung ist für meinen Betrieb viel zu teuer und absolut unwirtschaftlich. Aber diese Reinigung, die ausschließlich über Wind funktioniert, ist meiner Meinung nach für meine Bedürfnisse mehr als ausreichend. Ich kann hier über die Windstärke entscheiden, wie viel weggereinigt wird und Stroh, Schmachtkorn und Bruchtkorn und die Spreu ist zuverlässig entfernt worden. Und wie man sieht, wenn ich in den fertig gereinigten Weizen greife, im Vergleich zum Ausgangsmaterial, schaut es wirklich gut aus und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und das Ding hat auch ordentlich Leistung, also wenn man es voll aufschalten wird, wird das 15 Tonnen in der Stunde schaffen, aber dann leidet das Reinigungsergebnis ein bisschen. Wir haben jetzt für 50 Doppelzenten 2,5 Stunden insgesamt braucht zum Reinigen, aber da ist natürlich das Abfüllen in die Säcke mit dabei, wo ich auch jeden einzelnen gewogen habe. Ich habe da so eine Hängewaage für einen Stapler. Und dementsprechend ist da auch viel Zeit draufgegangen fürs Wechseln vom Big Bag, fürs Wiegen vom Big Bag und insgesamt bin ich mit der Leistung und mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ja, ansonsten war es das. Es geht dann, wenn der Regen jetzt vorbei ist, mit der Aussaat vom Weizen weiter. Auch hier habe ich ja letztes Jahr schon ein ausführliches Video gemacht. Wenn es interessiert, kann gerne bei mir am Kanal schauen. Ansonsten danke fürs Anschauen des Videos. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis demnächst auf meinem Kanal. Servus.